So, und dann entstand wieder ein Problem unter den Juden. Die einen sagten, er hätte einen Dämon und blasphemieren gegen den Geist Gottes. Die anderen sagen, das sind nicht die Worte eines Dämons. So, was passiert dann? Und Jesus ging dann zum Tempel in der Halle Salomos umher. Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm, wie lange hältst du unsere Seele im Zweifel? Bist du der Christus, der Sohn Gottes? So sage es uns frei heraus. Jesus antwortete ihnen, ich habe es euch gesagt und ihr glaubt mir nicht. Die Werke, die ich tue im Namen meines Vaters, diese geben Zeugnis von mir. Aber ihr glaubt nicht, warum? Was sagt der Herr, warum glauben die Menschen nicht an den Sohn Gottes? Aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Yani, es gibt Menschen, ja, Menschen, die sind nicht aus der Schafhürde. Es gibt Menschen, die sind so dermaßen vom Satan getäuscht worden, dass sie in ihrem Unglauben sterben werden. Es gibt Menschen, die sind zu verstockt in ihren Herzen, um das Evangelium Glaube zu leisten. Und das merke ich bei vielen Menschen. Entweder es ist die Wut, ein Wutdämon, ein Dämon der Wut, ein Dämon, der den Menschen so dermaßen viel Wut durch seine Kindheit und seine Jugend gibt, dass er nicht glauben kann an die Liebe Gottes. Oder es ist ein verführerischer Dämon, ein religiöser Geist, religiöse Dämonen. Dieser religiöse Geist war auf den Pharisäern. Viele von den Pharisäern hatten diesen bösartigen, dämonischen, religiösen Geist. Die Muslime haben denselben Geist, dieser religiöse Geist. Ich muss um meine Werke kämpfen in Al-Jannah, Al-Firdaus. Der komplette Schwachsinn. Der komplette Widerlegung gegenüber dem Wort Gottes, was der Koran für einen Schwachsinn gibt nach 600, 700 Jahren. Der komplette Blödsinn. Du kannst deinen Weg nicht in den Himmel erkaufen, noch kannst du deinen Weg in den Himmel erarbeiten. Aus Gnade seid ihr rettet und nicht aus euren Werken, damit sich kein Fleisch rühme, sagt der Geist Gottes durch die Schrift. Kein Fleisch, kein Mensch kann gerechtfertigt werden vor den Heiligen Gott durch seine Werke. Du kannst 100-mal vor diesen Stein beten in Mekka. Du kannst 100-mal Zakat geben. Du kannst 100-mal Jizya geben. Du kannst 100-mal die Hajj machen in Saudi-Arabien. Du wirst niemals ins Reich Gottes eingehen. Denn die einzige Möglichkeit, ins Reich Gottes einzugehen, ist zu glauben im Herzen und mit dem Mund, dass Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes ist, für deine Sünden gestorben und für die Sünden der ganzen Welt und wahrhaftig am dritten Tag auferstanden. Durch diesen Glauben wirst du aus der satanischen Herrschaft befreit und kommst von der satanischen Herrschaft in die königliche, göttliche Herrschaft. Dein antichristlicher Geist wird genommen und Gott gibt seinen Heiligen Geist in dir. Wenn du glaubst, dass Jesus der Herr ist und dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet werden, sagt die Heilige Schrift. Wenn du nicht glaubst, dass Jesus der Herr ist und für deine Sünden gestorben, du katapultierst dich direkt in die Feuersee, nachdem du gestorben bist. Du wirst in die ewige Verdammnis kommen, weil du das Zeugnis des Vaters nicht geglaubt hast, was der Vater über seinen Sohn abgelegt hat. Und jetzt gucken wir uns mal das Zeugnis an, was der Vater über den Sohn gehalten hat. Was für ein Zeugnis gibt der Vater über seinen Sohn? Weil ihr nennt den Vater einen Lügner. Und wegen diesen Sachen werdet ihr gerichtet werden von meinem Vater. Mein Vater wird jeden Menschen richten, der ihn einen Lügner nennt und sein Zeugnis nicht glaubt. Wenn wir das Zeugnis der Menschen annehmen, so ist das Zeugnis Gottes größer. Denn das ist das Zeugnis Gottes, des Vaters, das er von seinem Sohn abgelegt hat. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Zeugnis vom Vater in sich selbst. Wer Gott den Vater nicht glaubt, der hat den Vater zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott der Vater von seinem Sohn abgelegt hat. Und darin besteht das Zeugnis, dass Gott der Vater uns ewiges Leben gegeben hat und dieses ewige Leben ist in seinem Sohn. Also das ewige Leben ist in dem Sohn enthalten. Wer an den Sohn glaubt oder wer den Sohn hat, der hat das ewige Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das ewige Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt und damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Ganz klar.
ewiges Leben nur durch die Person Jesu Christi, denn das ewige Leben ist die Person Jesu Christi. 1. Johannesbrief, lesen wir mal. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut haben und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Yani, das ewige Leben war beim Vater und ist uns erschienen. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Ganz klar. Ganz klar. Jetzt schalte ich die Kommentare wieder ein. Und falls wir wieder so 0815 Kommentare bekommen von irgendwelchen Menschen, die Heilige Schrift nicht kennen und behaupten, er wäre nur der Sohn, nur ein Prophet, so, dann gehen wir auch auf die Religion des Antichristen auch ein, wie wir das immer machen. Weil es gibt einen wahren Glauben, das ist der Glaube an den Herrn Jesus. Und es gibt eine Religion, die vom Teufel entstanden ist, die alle Grundlagen des ewigen Lebens verleugnet. Es gibt in dieser Welt eine Religion, die vom Antichristen ist. Ihr könnt euch vorstellen, welche es ist. Genau diese Religion, die ich verlassen habe vor 6 Jahren. Der Satan, er lacht sich einen ab. Wisst ihr das? Er lacht sich einen ab. Selbst die Dämonen glauben an den Sohn Gottes und zittern vor ihm. Selbst die Dämonen wissen, wer der Sohn Gottes ist. Lukas 7. In Lukas 7, selbst die Dämonen kennen die Wahrheit. Aber sie zittern, denn die Dämonen sind schon gerichtet. Und alle, die den Vater einen Lügner nennen und nicht das Zeugnis des Vaters glauben, was der Vater über den Sohn abgelegt hat, der dämonisiert sich selbst und katapultiert sich selber in die Feuersee, wenn er nicht Buße tut auf der Erde und glaubt an das Zeugnis des Vaters. Der katapultiert sich selber in die Hölle. Ich gehe nicht auf 0815 Kommentare von den Muslimen ein. Wenn Jesus Gott ist, hat er sich selber angebetet. Wenn du keine Ahnung hast, was ich gerade gelesen habe, dass unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn ist und nämlich, dass der Sohn zum Vater betet, mein liebes Gehirn. Warum nenne ich dich Gehirn? Weil wenn du dein Gehirn einschalten würdest, dann würdest du verstehen, was die Heilige Schrift sagt, nämlich, dass Gott Echad ist und im Hebräischen Echad ist eine Einheit und die Einheit ist Gott Vater, Sohn und Geist, Yahweh, Yahweh, Elohim, El Shaddai, Adonai, offenbart sich als 3 Personal durch das Alte und das Neue Testament. Ich bin Christin und habe mich in einen Moslem verliebt. Was soll ich tun? Er ist mir wirklich wichtig. Du hast dich durch dein Fleischesgefühl verliebt. Du bist durch die Begierde des Fleisches in deine Verliebtheit. Du gehst nicht nach dem Geist. Das sage ich dir mit ganzem Respekt, denn ich kenne das Thema. Über 10 bis 20 oder 30 Frauen haben mich schon angeschrieben in diesen ganzen Monaten zu dem Thema. Und ganz klar sage ich dir, die Heilige Schrift sagt, guck mal, was macht denn der Mann, ein biblischer Mann? Ein biblischer Mann würde dich mit Liebe behandeln. Ein biblischer Mann würde dich nicht verlassen. Ein biblischer Mann kann dich ermahnen. Er kann dir helfen im Wort Gottes. Ja, was möchtest du? Möchtest du die Lehre der Dämonen deinen Kindern verkündigen? Dass dein Mann die Lehren der Dämonen vom Islam deinen Kindern verkündigt und du die Lehre des Christus verkündigst? Was hat der Satan mit Christus zu tun? Was hat das Licht mit der Finsternis zu tun? Man muss ermahnende Worte sprechen. So. Da viele Unwissende in den Kommentaren sind, besonders bei den Muslimen, mache ich die Kommentare aus. Wirklich, ich verliere langsam Gehirnzellen, wenn ich diese lächerlichen, unwissenden Kommentare lese, weil ich lese gerne Kommentare. Ich liebe Kommentare zu lesen. Besonders Kommentare, die auch gut gefragt sind oder einfach schöne Sachen, wenn ich lese. Aber wenn ich lese, wie man merkt, dass dieser Mensch zu mir spricht mit einem Wissen wie einer Kartoffel, weil eine Kartoffel hat auch kein Wissen über die Bibel, wie auch die Muslime kein Wissen über die Bibel haben und einfach nur reinplappern,
dann kann ich lieber mit einer Kartoffel oder mit dieser weißen Wand reden, weil diese weiße Wand würde mich aussprechen lassen, aber der andere, der ein Antichrist ist, würde es nicht zulassen. So, egal, wir gehen jetzt 2. Korinther auf das Thema kurz ein. Wir gehen mal auf das Thema ein. Über Beziehungen zwischen Mann und Frau. Warum du einen gläubigen Frau oder Mann haben solltest, laut der Heiligen Schrift. Wenn du sagst, du bist Christin, meine liebe Melissa zum Beispiel, ich habe deinen Namen jetzt ausgesucht, weil du das gefragt hast, oder andere, ich greife dich nicht an. Ich liebe meinen Nächsten, wie ich mich selber liebe. Aber als Christ und großer Bruder im Glauben muss ich ermahnen, wenn eine Schwester, die sich Schwester nennt, weil du sagst, du bist Christin, muss ich dich ermahnen, weil du auf keinem guten Weg bist. Und was ist meine Ermahnung zu dir? Ganz klar, dass du falsch bist. Wenn du dich Christin nennst, dann nennst du dich Jesus-Nachfolgerin, Christus-Nachfolger, Messias-Nachfolger. Aber warum nennst du dich Christin und folgst nicht dem Wort Gottes nach? Denn das Wort Gottes sagt ganz klar, was hat das Licht mit der Finsternis zu tun? Was hat ein Kind Gottes mit einem, der Christus spottet, zu tun? Wenn man sich Christin oder Christ nennt, dann muss man auch nach dem Wort Gottes leben. Es sei denn, man geht auf Lukas 4 und dann liest man, was der Herr gesagt hat. Warum nennt ihr mich Herr, Herr, aber tut nicht, was ich euch sage? Selbst wenn ich dir das sagen würde, vielleicht gehst du weiterhin in deine fleischlichen Begierden und machst weiterhin deine Sachen. Aber ich kann jetzt das sagen, was ich sagen soll. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzeslosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit dem Teufel überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes. Möchtest du deinen Tempel Gottes, der dein Körper ist, verschmutzen mit einem Kind des Antichristen? Möchtest du ein Fleisch werden nach der Hochzeit und mit deinem Mann schlafen, der ein Antichrist ist? Möchtest du ein Fleisch mit einem Antichristen sein? Ich möchte das nicht sein. Also, ich möchte gerne eines Tages heiraten mit einer christlichen, biblischen Frau, aber nicht mit einer Muslima oder sonst einen, weiß ich nicht, Buddhistin oder Atheistin oder sonst was. Brauche ich nicht, will ich nicht. Ich bin nicht in der Welt. Ich habe lange Zeit für die Welt gelebt, aber will ich nicht mehr. Ich kenne die Welt. Die Welt gibt dir gar nichts. Was hat mir die Welt gegeben? Trauer, Leid, Depressionen, Suizidgedanken und fast meinen Selbstmord. Also die Welt gibt dir nichts. Und der Tempel Gottes ist heilig. Darum sagt die Bibel, verschmutzt nicht den Tempel Gottes. Und der seid ihr, der Tempel Gottes, dein Körper. Und was sagt Gott? Er möchte in dir wohnen. Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen. Durch den Geist wohnt er in dir. Wie ist das möglich, dass Gott in dir wohnt, du dich eine Christin nennst und trotzdem ein Fleisch werden möchtest mit einem Muslim? Wie kann Gott in dir leben und du gleichzeitig Geschlechtsverkehr hast mit einem Muslim? Sag mir das. Wie kann der lebendige Gott in dir wohnen und du möchtest sowas machen? Darum geht hinaus aus ihrer Mitte. Geht hinaus. Kein Mensch, ein Gläubiger mit einem Ungläubigen. Nein, geht hinaus, sagt das Wort Gottes, aus ihrer Mitte. Und sondert euch ab, sondere dich ab. Spricht der Herr und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen. Und ich will euch ein Vater sein. Und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Also der allmächtige Gott spricht, ich will in dir wohnen, aber wenn du sagst, du bist Christin, aber möchtest weiterhin deinen Begierden des Fleisches nachvollziehen mit einem muslimischen Mann, bitteschön. Aber dann verunreinigst du den Tempel Gottes. Ne? Und deine Kinder lernen, was lernen dann deine Kinder dann? Islam? Der Islam führt dich in die ewige Feuersee und ich kann dir über 50 Bibelstellen dafür geben. Lehrst du deinen Kindern das ewige Leben, Christus, den lebendigen Sohn Gottes, Gott im Fleisch, der für deine Sünden und für meine Sünden und für die Sünden der ganzen Welt gestorben und wahrhaftig auferstanden ist, möchtest du das lehren oder möchtest du die Lehre der Dämonen mit der göttlichen Lehre vermischen und dein Kind täuschen und verwirren,
damit dein Kind, wenn es verloren geht, Gott bewahre, vor dem Gericht Gottes steht und sagt, meine Mutter und mein Vater haben mir irgendwas erzählt. Die eine hat mir das erzählt, der andere hat mir das erzählt. Hör auf, das macht keinen Sinn. Du kannst nicht den Kelch der Dämonen trinken und den Kelch Gottes trinken. Entweder du dienst dem einen oder dem anderen. Wenn du dich Christin nennst, dann folg auch der Heiligen Schrift nach. Und auch jeder andere, der mein Wort hört. So, ganz klar. Sondert euch ab. Hör auf zu lügen mit Johannes 4,19. Die Frau hat gesagt, er wäre ein Prophet. Dann liest du mal 5 Verse weiter, dann siehst du, Jesus bekennt sich selber als der Sohn Gottes. Also hör auf zu lügen, sonst wirst du gestummt mit deinen Johannes 4,19. Wenn du den Kontext nicht kennst, dann hör auf zu lügen. Denn der Kontext sagt, Jesus sagt, ich bin der Sohn Gottes. Ich mag das nicht, wenn in mein Leib geheuchelt und gelogen wird von Bibelstellen, die sie selber nicht verstehen. Das ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Ich habe dich auf Erden verherrlicht. Ich habe das Werk, was du mir aufgetragen hast, voll zum Ende gebracht. Und nun verherrliche du mich, Vater, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, noch bevor die Welt geschaffen wurde. Wie kann ein Prophet da sein, bevor die Welt geschaffen wurde, um Gottes Willen? Dieser wirklich, wirklich Erbsenhirne, die so eine Aussage von sich geben. Also wirklich, tut mir leid, dass ich mit so einer Kraft rede heute, aber es muss rauskommen. Vater, verherrliche du mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt geschaffen wurde. Matthäus 28,18 kommt jetzt. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Alle Macht. Alle Macht ist dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Denn der Vater hat alles in die Hand seines Sohnes gelegt. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hände gelegt. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat ewiges Leben. Wer nicht an den Sohn glaubt, der wird das ewige Leben nicht sehen, sondern Gottes Zorn bleibt auf ihn. Ja, Shabbat Shalom. Gott segne. Deutschland, wacht auf. Jugendliche, wacht auf. Nehmt eure Bibel in die Hand und liest darin. Ihr seid mit einer Bibel aufgewachsen. Ihr seid mal in eine Kirche gegangen. Ihr seid damit aufgewachsen. Ich hatte nicht die Priorität, eine Bibel immer zu haben. Ich hatte nicht die Priorität, als Christ aufzuwachsen. Ich habe die Hölle durchgemacht, bis ich Christus kennengelernt habe. Bin durch die Hölle gegangen. Und wenn du schon die Priorität hast, dass du Christus kennst, aber du lebst nicht nach den Geboten des Herrn Jesus Christus, dann läuft da was extrem falsch. Was sagt Gott, wenn der Ehepartner Ehebruch begangen hat, darf sie ihn verlassen? Also der Herr Jesus sagt in der Bergpredigt, man solle seine Frau oder seinen Mann nicht verlassen, es sei denn um Unzucht willen. Und wenn Unzucht im Spiel ist, dann kann man verlassen. Das sagt der Herr. In Matthäus, auf jeden Fall. Alia, hättest du den Geist Gottes, würdest du so eine Aussage nicht von dir geben. Herr Jesus, sagst du, genau mein lieber Albus, genau du wirst dein Knie beugen. Genau du, mein Lieber. Genau du und dein Vaterland, der zum Islam gezwungen wurde, nämlich Albanien, obwohl Albanien eigentlich rein christlich ist, bis die Religion der Schlange, der Dämonen kam, durch den schwarze Flagge und durch den Dschihad und deine Vorfahren abgeschlachtet haben bis zum letzten Menschen und dann den Islam auf Kosovo, Albanien gezwungen haben und den Islam auf Bosnien gelegt haben. Ein Teil sind dort Christen, ein Teil sind dort Muslime. Warum? Weil die Generationen und Generationen und Generationen bis vor 1400 Jahren davor Christen und
Juden waren Juden, besonders in den arabischen Regionen waren alles Juden und Christen, bis die Religion der Schlange kam und alle ins Verderben gestürzt hat. Und seit 1400 Jahren gibt es keine Ruhe. Weder im Osmanischen Reich gab es Ruhe damals, als der Islam kam. Weder im arabischen Bereich gab es Ruhe, als der Islam kam. Und auch nicht im Persischen Reich und andere Länder und Nationen. Wird's auch keinen Frieden geben. Bis der Herr Jesus auf den Wolken des Himmels kommen wird, in seiner Allmächtigkeit und die Menschen richten wird und dann der Mund zum Beispiel von Abdu'l-Bahra auch gestoppt wird, der sagt, Isa ibn Maryam wird kommen und das Kreuz brechen und das Schwein töten. Kannst du lange warten, Abdu'l-Bahra. Offenbarung 19, er wird alle Menschen richten und töten, die in Israel sich versammeln werden und das Kalifat ausgerufen wird. Nachdem wir entrückt sind, wird das Kalifat ausgesprochen werden in der Endzeit und die Muslime sich versammeln werden mit den Atheisten und allen anderen Königen der Erde und gegen dem, der auf dem Pferd sitzt, Krieg führen wird. Wer ist das auf dem Pferd? Lesen wir mal. Extra nochmal. Weil die Muslime werden nicht entrückt werden. Sie werden gegen das Land Krieg führen. Und ich sah dem Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, der heißt der Treue und der Wahrhaftige und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme. So wird der Herr Jesus beschrieben in seiner quasi Gottheit. Und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist. Und wie ist sein Name? Das Wort Gottes. Das Wort Gottes. Und die Heere, die Engel im Himmel, folgen Jesus nach auf weißen Pferden. Und sie waren alle bekleidet mit weißer und reiner Leinwand. Und aus seinem Mund von Jesus geht ein scharfes Schwert hervor, dass er die Heidenvölker mit ihm schlage. Und er wird sie mit eisernen Stab weiden. Und er tritt die Weinkälte des Grimmes und des Zornes Gottes des Allmächtigen. So. Wie wird er noch genannt? Und er trägt an seinem Gewand und an seine Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige, Melik el-Melik, meine lieben Muslime, und Herr der Herren. Wunderschöne Titel, weil er auch Gott ist. Niemand ist Herr der Herren, sondern nur Gott. Niemand ist der König der Könige, nur Gott. Niemand ist das Wort Gottes, nur Gott ist das Wort Gottes. Niemand kann Tote auferwecken. Gott kann Tote auferwecken. Wer hat Tote auferweckt? Jesus hat Tote auferweckt. Was ist der Wille des Vaters? Johannes 6,40, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und dann sagt der Herr Jesus, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Wer kann alle Menschen auferwecken am letzten Tag? Ich dachte, Gott, Yawm al-Qiyamah, wie die Muslime sagen. Habt Angst vor Allah und am Tag des jüngsten Gerichts, Yawm al-Qiyamah. Ja. Ich habe keine Angst am Tag des jüngsten Gerichts. Warum habe ich keine Angst? Denn ich bin freigesprochen durch den Sohn und nicht verurteilt. Ich weiß, dass ich gerettet bin. Und diese Gewissheit hast du nicht im Islam, weder im Atheismus, noch im agnostischen Bereich, noch in irgendeine Lehre der Dämonen, die die Welt gegeben hat, durch Luzifer, den Satan, genannt auch die Schlange, der Drache und seine dämonischen Geistern, die gefallen sind, die gefallenen Engeln. Du hast keinen Frieden mit Gott, sagt die Bibel, ohne Jesus Christus. Es gibt keinen Mittler außer einen Mittler zwischen Gott, dem Vater und den Menschen. Das ist der Sohn des Menschen, Jesus Christi. Allein Offenbarung 19, Vers 6. Und ich hörte etwas wie die Stimme einer großen Volksmenge und wie das Rauschen vieler Wasser und wie der Schall starker Donner. Die sprachen Halleluja, denn der Herr, Gott, der Allmächtige, hat die Königsherrschaft angetreten. Der Herr, Gott, der Allmächtige. Wer wird die Königsherrschaft antreten? Jesus wird die Königsherrschaft antreten, der König der Könige. Und wer ist das? Gott der Allmächtige. Hier steht, Jesus ist der allmächtige Gott. Steht Offenbarung 19, Vers 6, Jesus der allmächtige Gott. Offenbarung 20, das gleiche. Offenbarung 20, Vers 11, Jesus der allmächtige Gott. Und dazu mit Römer 14. Offenbarung 21, ab Vers 22 bis 22, Jesus ist Gott. Steht es auch? Tut mir leid, Offenbarung 19, auch 20, das stimmt beides. Steht da ganz klar, Jesus ist der allmächtige Gott. Jesaja 66, 15 bis 16, dazu Offenbarung 19, 11 bis 20, Jesus ist der allmächtige Gott. Ihr könnt mir alles erzählen. Ich kenne die Schrift.
Ich weiß, dass das Alte und das Neue Testament sagt, Jesus ist Jahwe, Jesus ist Gott. Und du mit deinem antichristlichen Geist, mit einem Erbsenhirnwissen, der kein Wort aus der Bibel kennt, möchtest mich belehren? Wie möchtest du mich belehren, der du selber keine Ahnung hast von der Bibel? Egal, was du sagst, ich kann dir aus dem Alten und dem Neuen Testament alle Verse rausfischen, die sagen, Jesus ist der allmächtige Gott. Es gibt nur einen Gott. Und Gott gibt seine Ehre niemandem. Und der Sohn sagt, wer mich nicht ehrt wie den Vater, der ehrt mich nicht. Ich will die gleiche Ehre, wie dem Vater zusteht. Danke für die Geschenke, Leute. Piero und Lena, Dankeschön. Was ist, wenn man auf jemanden einen Crush hat, die Christin ist, aber nicht gläubig? Dann soll diese Christin, die sich Christin nennt, aber Christus nicht nachfolgen, endlich mal Christin werden und aus Neuem geboren werden. Jesus is King, Amen. Der Sohn ist nicht der Vater. Marcella, Gott segne dich. Marc, ich empfehle dir auf jeden Fall, in Ruhe, mach mal dein Zimmer zu, in Ruhe einfach das, was in dein Herzen ist, was für Sorgen du hast und alles ins Gebet zu geben. Bro, ich wollte sagen, dass Jesus Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist und Prophet ist. Was hast du mit deinen Propheten die ganze Zeit? Warum verwirrst du die Menschen hier? Ja, Jesus ist ein Prophet, gleichzeitig das Wort Gottes, Gott im Fleisch, gleichzeitig der ewige Sohn Gottes, denn der ewige Sohn Gottes ist Gott im Fleisch. So, warum verwirrst du mit deinen verwirrten Worten die Menschen? Jesus ist Gottes Sohn und keines kommt zum Vater über den Sohn. Amen. Wie bist du zum Christentum gekommen? Das ist eine längere Geschichte. Wie kann Gott in uns Sünder wohnen? Indem Gott uns vergeben hat von unseren Sünden und seinen Heiligen Geist in uns gegeben hat und der Geist Gottes, der in uns wohnt, ist tadellos rein. Der Geist Gottes in mir und in dir, wenn du wiedergeboren bist, ist komplett rein. Das Fleisch sündigt, das Fleisch kämpft gegen den Geist, der Geist kämpft gegen das Fleisch sündigt, doch der Geist Gottes ist sündenfrei. Der Geist Gottes in einem Menschen ist sündenfrei. Wo hast du deine Bibel? Ich habe immer noch meine erste Bibel, nachdem ich den Islam verlassen habe, vor ungefähr 6 Jahren. Und die habe ich von Thalia damals. Das war sogar die Zeit, als ich Depressionen hatte und dämonische Angriffe hatte. Ja, das Video Lachkick. Ja. Kontakte, Familie, ja. Wie würdest du den Heiligen Geist beschreiben? Der Heilige Geist ist der Geist Gottes, der vom Vater und vom Sohn ausgeht und in jedem wiedergeborenen Christen wohnt, der das Heil auch in sich hat. Und der Geist Gottes verändert einen Menschen. Es ist die Person Gottes, die dich verändert. Wenn du als Christ behauptest, dass du dich nicht veränderst und nicht verändert hast, dann hast du auch noch nie den Geist Gottes erlebt in deinem Leben. Der Geist Gottes ist heilig. Der Geist Gottes ist tadellos. Der Geist Gottes ist Gott. Und das ist die Verheißung auf die Kinder Abrahams, dass der Geist Gottes in den Kindern Abrahams wohnen wird. Und wer den Geist lästert, dem wird wieder weder auf dieser Erde vergeben und noch in der nächsten Welt wird dem Menschen vergeben werden, wer ein Wort gegen den Geist Gottes sagt. Wer gegen den Geist lästert, wird niemals vergeben werden, sagt die Heilige Schrift. Nutzt die Gnadenzeit, Leute. Amen. Vergiss dein Beispiel. Hast du mich verstanden? Wir sind keine irgendwelche gottlosen Menschen, die Beispiele machen über die Lästerung gegen den Heiligen Geist. Wenn du den Heiligen Geist verstanden hast und was die Lästerung davon ist, fertig.
Koran bestätigt angeblich die Bibel. Der größte Schwachsinn, den ich heute jemals gehört habe und auch davor gehört habe, der kompletter Schwachsinn. Auf das möchte ich kurz 2-3 Minuten eine Andacht machen. Kam ein Kommentar gerade von irgendeinem Menschen, wahrscheinlich ein Muslim, ein undercover Muslim, weil ein Christ würde so eine Aussage nicht geben. Der Koran bestätigt die Bibel. Koranwissenschaftler, ich glaube aus Amerika, haben den Koran studiert. Haben den Koran genommen, Koran studiert. Ist rausgekommen? Rausgekommen ist, dass der Koran 60% über Kuffar, Ungläubige, redet. Und das hat mich zum Nachdenken gebracht. Warum spricht der Islam 60%, und das ist extrem viel, warum spricht der Islam 60% über Kuffar? Was sind die Kuffar? Alle, die nicht an Allah glauben, an den jüngsten Tag. Ich glaube an den jüngsten Tag und ich glaube, dass Allah auch gerichtet wird am jüngsten Tag, weil er der Täuscher ist, der euch alle manipuliert, und ich denke auch, dass der ganze Islam vernichtet wird, Offenbarung 19, 11 bis 21. So. Und Allahs Zukunft, das weiß ich auch, Offenbarung 20, Vers 10. Derjenige, der Angst hat vor dem König der Könige in Sahih al-Bukhari, aber das Sahih Muslim, muss ich dann noch nachgucken. Allah fürchtet sich vor dem, der sich nennt König der Könige, und das ist Jesus Christus, der König der Könige, Offenbarung 19. Aber es ist ein anderes Thema. Das Interessante ist jetzt, dass er meint, dass der Koran die Bibel bestätigt, also kompletter Schwachsinn, kann ich dir sagen. Der Koran besteht aus 60% über Ungläubige reden, damit ihr Allah die Ungläubigen tötet. 25 Mal gibt es einen Mordauftrag im Koran, die Christen und die Juden abzuschlachten. Darum ist auch der Islam entstanden, vom Feind, ganz klar, die Religion des Antichristen mit der schwarzen Flagge, um die Kinder Gottes zu töten und zu verfolgen, und die Weltherrschaft. Der Dschihad ist erst vollzogen, wenn die ganze Welt den Islam annimmt und die Scharia kommt oft auf jeder Nation. Das ist der Teufel, der die Weltherrschaft möchte, natürlich. Ist auch klar. Ein Ex-Muslim, der den Islam studiert hat und immer noch studiert, wie zum Beispiel Christian Prince. Christian Prince würde dir sagen, ganz klar, der Islam ist vom Feind. Die Religion des Antichristen mit der schwarzen Flagge, die von Anfang an keine Ruhe gegeben hat, und es wird niemals Ruhe geben im Nahen Osten. Es wird niemals Ruhe geben. Bis zum zweiten Kommen des allmächtigen Sohn Gottes, Jesus Christus, wird es im Nahen Osten keine Ruhe geben. Denn der Teufel kommt, um zu töten, zu stehlen und zu verderben. Und das tut er seit 1400 Jahren durch die Muslime, die den Geist des Antichristen haben, diesen religiösen Erbsenhirngeist. Danke, Adelina, Gott segne dich. Danke fürs Unterstützen. Wie gesagt, der Koran besteht aus 60% über ungläubige Sprechen. Die anderen Teile vom Koran sind aufgezählt in was? Verse aus dem Alten Testament, viele gestohlen. Mohammed hat viele aus dem Alten Bund genommen, wie zum Beispiel Johannes 12, ab Vers 40 oder 38. Ganz klar von der Bibel gestohlen. Viele Verse aus dem Alten Testament bzw. dem Neuen Testament geklaut. Dankeschön, Adelina, Gott segne dich. Und der Rest sind einfach nur Erzählungen von den Mohammedanern, denn ich glaube nicht, dass der Koran 1% Gottheit in sich hat. Und ich glaube auch nicht, dass es das Wort Gottes ist. Jeder, der rational einen gesunden Menschenverstand hat und das Alte Testament studiert und das Neue Testament studiert hat, der weiß, dass der Koran einfach nur Schwachsinn ist und die Lehre Mohammeds überhaupt keinen Sinn macht gegenüber den Lehren der alten Propheten. Die alten Propheten haben Jahwe geglaubt. Mohammed kommt mit Allah. Jetzt vergleichen wir mal Allah mit Jahwe. Jahwe ist der ewige Gott. Jahwe gibt seine Ehre niemandem. Jahwe hat Himmel und Erde geschaffen. Jahwe besteht aus Vater, Sohn und Geist. Okay. Jahwe liebt die Juden, nachdem der Messias gekommen ist, auf jeden Fall, denn der Herr sagt in Johannes 4, das Heil kommt aus den Juden. Und Jesus ist der König der Juden. Ne? Durch Jesus, seine Todauferstehung, sind wir Christus-Nachfolger. Das bedeutet Christus-Nachfolger, Messias-Nachfolger. Wir folgen dem Messias, dem wahren Messias an. Okay, vergleichen wir das. Jahwe ist ewig. Allah behauptet auch ewig zu sein. Das ist ja in Ordnung. Weil der Teufel, der kann ja sich so nennen. Das ist ja kein Problem. Jahwe ist
ein liebender Gott. Gib mir einen Satz im Koran, das mit Liebe anfängt oder mit Liebe endet. Gib mir einen. Eins. Gib mir einen Satz, bitte. Ein Satz mit Liebe im Koran. Findest du nicht? Findest keinen Satz mit Liebe im Koran. Jahwe ist die Liebe in Person. Jesus, die zweite Person Jahwes, der ewige Sohn Gottes, der aus dem Vater hervorgegangen, gezeugt, nicht geschaffen, wahrer Gott vom wahren Gott. Er ist die Person der Liebe. Der Vater, der Sohn und der Geist. Echad, Hebräisch, Aramäisch, Echad, eine Einheit. Gott bildet eine Einheit. Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Alles, das ganze Universum wurde in die Hand des Sohnes gelegt, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. So. Jahwe ist Echad. Allah ist Ahad. Qullu walau Ahad. Allah wurde nicht gezeugt, hat nicht gezeugt und ist nicht gezeugt. Sure 112, 1-4. Qullu walau Ahad. Widerspricht sich aber mit dem heiligen Gott der Bibel, Yahweh. Yahweh spricht in Psalm 2, Vers 7. Ich möchte den Ratschluss des Herrn verkündigen. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Erbitte von mir und ich möchte dir die Heidenvölker geben. Also Gott aus dem Alten Testament ist gleichzeitig auch der Sohn, der hervorgegangen, aus dem Vater hervorgegangen, gezeugt, nicht geschaffen. Dieses Zeugen versteht ihr nicht. Euer Gehirn versteht das vielleicht nicht, dieses Zeugen, aber da steht in Sprüche 8 zum Beispiel, der Sohn Gottes ist seit Ewigkeiten beim Vater. Der Sohn hat keinen Anfang und kein Ende. Er ist ein Wesen mit dem Vater. Ne? So, zurück. Allah ist nicht der Vater. Das ist das größte Problem von allem. Weil die Bibel sagt, Gott ist Vater. Und die Bibel nennt den Geist Gottes aus einem Menschen, der nennt Gott Vater. Der Geist Gottes bekennt aus einem Menschen, der schreit, der spricht, Abba, Vater. Das spricht der Geist Gottes. Abba, Vater. Muslime dürfen nicht Abba, Vater sagen. Allah ist nicht Vater. Allah hat auch keinen Sohn. Der Gott der Bibel hat einen Sohn. Der Gott der Bibel ist Vater. Der Gott der Bibel ist Liebe. Der Gott der Bibel ist ein Wesen mit dem Sohn. Der Gott der Bibel hat seine Liebe geoffenbart, indem Gott Mensch wurde in Jesus Christus. Der Vater, Gott Vater, sendet Gott den Sohn durch seinen Geist, den Heiligen Geist Gottes, in die Jungfrau Maria, Jesaja 48, 16, Altes Testament und geoffenbart durch Engel Gabriel in Lukas 1. Interessant. Also wenn du behauptest, Allah ist Gott, sage ich dir, du bist ein Lügner. Allah ist nicht Gott. Allah ist nicht der Gott der Bibel. Aber Allah behauptet, der Gott der Bibel zu sein. Aber er hat 0% Wesen. Weißt du eigentlich, dass laut Statistik Allah mehr Eigenschaften hat wie der biblische Teufel als der biblische Gott? Ja. Allah hat mehr Eigenschaften mit dem biblischen Teufel, Satan, Luzifer, als der biblische Gott. Dazu kann ich eines Tages mal eine Liste machen mit den Eigenschaften des biblischen Gottes und des arabischen Mondgottes namens Allah. Kann ich gerne machen. Und dann wirst du sehen, Luzifer hat mehr Eigenschaften mit Allah als Allah mit dem biblischen Gott. Sehr interessant. Sehr, sehr interessant, wenn ich das machen würde. Dann würde ich die Verse aus Hiob nehmen zum Beispiel. Okay, nicht unbedingt Hiob, weil nur in Hiob 1 steht ein bisschen, sondern in Jesaja würde ich nehmen, in Johannes würde ich nehmen, und Offenbarung würde ich nehmen und das vergleiche ich dann auf jeden Fall mit ein paar Verse aus Koran oder Hadithe. Und dann wird man auf jeden Fall sehen, was überhaupt. Weil zum Beispiel die Muslime suchen Zuflucht beim Herrn der Morgenröte. Steht im Koran, den Koran wäre es jetzt vergessen, aber kann ich auf jeden Fall morgen wieder raussuchen. Muslime suchen Zuflucht beim Herrn der Morgenröte. Wer ist der Herr der Morgenröte? Luzifer. Luzifer ist der Herr der Morgenröte.
auch andere Verse. Besonders auch die arabischen, satanischen Verse, die Mohammed überliefert bekommen hat. Und dann verflucht Mohammed den Teufel, warum er diese Offenbarung bekommen hat. Aber dann ist die Frage, warum verflucht Mohammed den Teufel? Warum sollte der Teufel Mohammed die Offenbarung geben? Ne? Aber natürlich, wir Ex-Muslime wissen, dass der Teufel ihm die Offenbarung gegeben hat. 2. Korinther, der Satan verkleidet sich als Engel des Lichts. Und hat Mohammed im Berg Jabal in der Höhle von Hira das schlimmste verfluchte Evangelium gegeben, das die Menschheitsgeschichte je gesehen hat. Nämlich eine Religion, die alles ablehnt, was die ewiges Leben gibt und den Sohn Gottes. Aber abgesehen davon, sagt die Bibel auch in Galater 1, Vers 8 zum Beispiel, verflucht ist ein Mensch oder ein Engel, die euch ein anderes Evangelium verkündigen. Also die Bibel warnt uns vor einem Menschen, der eines Tages kommen wird, der durch diesen verfluchten Engel, nämlich den Satan, die Offenbarung des Islams bekommt. Klipp und klar, die Bibel warnt uns vor 2000 Jahren über das, dass der Islam kommen wird durch einen Menschen und einen verfluchten Engel. Die Muslime behaupten, es ist Gabriel, ich nenne sie einen Lügner und den Vater der Lügen, die Muslime, weil sie Lukas 1 und Lukas 2 anscheinend nicht lesen können oder nicht verstehen können, weil Engel Gabriel verkündigt von Anfang an den Sohn Gottes und keinen Scharlatan namens Isa ibn Maryam. Und mein Appell auf jeden Fall zu den Muslimen ist ganz klar, ich liebe dich als Muslim. Ich liebe auch meine Familie. Meine Familie sind alles sunnitische, muslimische Menschen. Ich habe den Islam verlassen, weil Allah nicht existiert, auch ein imaginärer Gott ist. Und er, als ich Suizidgedanken hatte und mich selber umbringen wollte, er nicht für mich da war. Und Jesus, ich habe einmal den Namen Jesus gerufen, einmal habe ich im Namen Jesus gebeten und Jesus hat sich mir offenbart. Warum zeigt sich der biblische Gott mir, aber der arabische, der komplett weit entfernt, weil er nicht existiert? Das ist ein weiterer Religion, die vom Feind entstanden ist, nämlich der Teufel. Und wenn man sich die biblische Sicht anschaut vom Teufel, zum Beispiel im Himmel, ganz interessant. Wir wissen, der Teufel war ein Engel, ein Cherubim, perfekt geschaffen. Vor dem Thron Gottes hat Luzifer gearbeitet. Luzifer hat am Thron Gottes für Jahwe gearbeitet. Luzifer war perfekt geschaffen, ohne Böse, ohne nichts. Aber der Unterschied zwischen uns wiedergeborenen Christen und der Bibel ist, dass die islamischen Engel ja anscheinend Roboter sind. Die islamischen Engel haben ja keinen freien Willen, ne? Ein Roboter. Biblische Form von Engel, ganz klar, die Engel haben auch einen freien Willen, natürlich. Wir alle haben einen freien Willen, die Engel haben einen freien Willen und wir haben einen freien Willen. Und Luzifer wollte die Anbetung nicht mehr Jahwe, den Gott der Bibel geben, den allein wahren Gott, sondern wollte die Anbetung zu sich selbst. Und dann spricht er in seinen Herzen quasi, also die Schrift sagt, oh du Luzifer, du Verkläger der Nationen, du hast in dein Herzen gesprochen, ich werde meinen Thron über den Thron Gottes stellen, über den Wolken, über die Sterne Gottes werde ich meinen Thron stellen. Und dann sagt der Herr zum Beispiel, in, glaube ich, Lukas Evangelium war das, ich sah den Satan fliegen wie ein Blitz vom Himmel. Ne? Jetzt kommt aber das, was ich sagen wollte. Der Teufel, nicht der Teufel, nämlich Luzifer, der die Sünde erfunden hat, weil er war der Vater der Lügen und der Menschenmörder von Anfang an, als Kain seinen Bruder Abel erschlagen hat, weil er aus dem Bösen war, weil der Teufel auf jeden Fall von Anfang an seine Finger im Schöpfungsbild hat seit 1. Mose. Aber abgesehen davon, im Himmel, als Luzifer noch in der geistlichen Welt war, in der Dimension der geistlichen Welt am Thron Gottes, hat Luzifer ein Drittel, sagen wir mal 100 Millionen bis, weiß ich nicht, 100 Milliarden oder Trillionen Engel verführt. Ein Drittel der Engel wurden verführt durch Luzifer. Ja, könnt ihr euch vorstellen, Engel sind Geistwesen. Wenn Luzifer die Macht hat, ein Drittel der Engel durch die Lüge, durch die Sünde zu verführen, hat nicht Luzifer, der auch jetzt seitdem er auf die Erde geschmettert ist, beziehungsweise am Umherstreifen der Erde, wie im Buch Hiob geschrieben steht, wo der Satan auch ist und nicht in der Hölle, sondern am Umherstreifen der Erde auf den himmlischen Regionen. Glaubt ihr nicht, dass wenn Luzifer ein Drittel der Engel verführt hat, kann der Satan auf der Erde nicht 6 Milliarden Menschen verführen? Doch, das kann er. Und das tut er. Und das macht er schon. Ja, der Satan verführt 6 Milliarden Menschen, ganz klar. 6 Milliarden Menschen, die nicht an den Sohn Gottes glauben. 6 Milliarden Menschen, die nicht aus Gottes Geist wiedergeboren sind. 6 Milliarden Menschen, die in falschen dämonischen Ideologien, Religionen sind oder Atheismus, Buddhismus, Hinduismus, Islam, beziehungsweise auch Menschen, die das Evangelium noch nicht gehört haben. Das ist ein Zeichen der Endzeit eines Tages. Das wird durch das Internet gemacht, dass in der Endzeit das Evangelium in der ganzen Schöpfung gepredigt wird.
Das Problem aber ist, wir brauchen Verkündiger. Wir brauchen Evangelisten. Ich bin ein Evangelist. Wir brauchen mehr davon. Ne? Schalt mal wieder die Kommentare ein. Also, wie gesagt, wenn Luzifer ein Drittel der Engel verführt hat, Geistwesen, so kann auch der Teufel auf jeden Fall 6 Milliarden Menschen verführen, und das tut er. Das tut er. Offenbarung 12, der Teufel täuscht den ganzen Erdkreis. Könnt ihr euch sogar vorstellen, nachdem Gott auf jeden Fall, nachdem Jesus wieder zurückkommt in Offenbarung 19, wenn der Herr Jesus kommen wird mit den Engeln seiner Macht und diejenigen, die gegen das Lamm Krieg führen, werden ja Krieg machen. Das ist sehr interessant, die Offenbarung 19. Gottes ablehnen und den Geist Gottes lässt dann vernichtet werden. Und was passiert dann? Dann kommt das Endgericht, der weiße Thron Gottes. Alle Menschen werden vor dem Herrn Jesus Christus gerichtet werden. Die Toten im Totenreich werden rauskommen. Die ganze Hölle wird rauskommen und gerichtet werden. Und dann werden sie, was, in den zweiten Tod hineingehen. Diejenigen, die nicht im Buch des Lebens sind. Denn dein Name kann nur im Buch des Lebens sein. Offenbarung 20,14, Offenbarung 20,15. Wenn du an den Sohn Gottes geglaubt hast, dass er für deine Sünden gestorben ist, der Herr Jesus, und auferstanden ist. Sonst wirst du niemals in dem Buch des Lebens landen, geschweige ins Reich Gottes eingehen. Wer in den Himmel? Der Herr sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott, den Vater, außer durch mich. Es gibt nur einen Weg, und das ist der Sohn zum Vater. Was sagt denn der Herr Jesus auf Johannes 18,37? Pilatus hat gesagt, bist du der König der Juden? Jesus sagt, wer sagt es? Die anderen sagen es, oder sagst du es von dir aus? Bin ich denn ein Jude? Die Leute, die dich ausgeliefert haben, die haben dich gebracht. Wer bist du denn? Bist du ein König? Dann sagt der Herr, du sagst es, ich bin ein König, sagt er zu Pilatus, als Jesus dann ausgepeitscht worden ist vor der Kreuzigung. Und dann sagt er, ich bin ein König, sagt der Herr. Aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so würden meine Jünger für mich kämpfen, damit ich nicht in die Hände der Juden und den Römern ausgeliefert würde. Aber mein Reich ist nicht von dieser Welt, sagt der Herr. Und dann sagt der Herr zu Pilatus, was sehr Interessantes. Dann sagt der Herr, ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, der Wahrheit Zeugnis zu geben. Jeder Mensch, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Jetzt gehen wir 8 Kapitel zurück auf Johannes 10. Die Juden sagen uns, bist du der Sohn Gottes, der Christus, du so sag es uns. Dann sagt der Herr, die Werke, die ich tue im Namen meines Vaters, die geben Zeugnis von mir. Aber ich habe es euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und doch nicht glaubt. Denn ihr seid nicht von meinen Schafen, sagt der Herr. Und dann sagt der Herr in Vers 27, Johannes 10, meine Schafe hören meine Stimme, der gleiche Vers. Ich bin dazu geboren, dazu in die Welt gekommen, der Wahrheit Zeugnis zu geben. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Und dann sagt der Herr, meine Schafe hören meine Stimme, meine Kinder hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus seiner Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Also es gibt eine Wahrheit. Und das ist Jesus Christus. Es gibt nur einen Weg zu Gott, den Vater. Und das ist Jesus Christus. Es gibt nur einen Mensch, der vom Vater auf die Erde gekommen ist und von der Erde zum Vater. Da sagt der Herr, der Sohn des Menschen ist von Himmel herabgekommen und von der Erde in den Himmel aufgenommen. Nur der Sohn des Menschen. Wer ist der Sohn des Menschen? Gott. Aus Buch Daniel, Altes Testament. Jesus ist der Sohn des Menschen. Gott, der prophezeite Gott aus Buch Daniel. Es gibt nur eine Wahrheit. Es gibt nur einen Gott. Und es gibt nur einen Weg. Und dieser eine Gott und diese eine Wahrheit ist Jesus Christus. Und alles andere ist dämonisch, sagt die Heilige Schrift. Alles andere sind die gefallenen Engel auf der Erde mit ihren Ideologien der Dämonen. 1. Timotheus, Kapitel 4. Die Menschen werden verführt in den dämonischen Lehren in der Endzeit. Und wir leben in der Endzeit. Wie gesagt, wenn Jesus nicht dein Herr und dein Gott ist, dann bist du verführt vom Teufel, sagt die Heilige Schrift. Dann hast du nicht den Geist Gottes. Es gibt nur zwei Parteien. Kinder Gottes, die den Geist Gottes haben, und Kinder des Teufels, die den Geist des Christus nicht haben.
Und dazu kannst du auf jeden Fall dich mehr informieren in der Bibel. Ich habe schon genug gesagt heute über solche Themen. Es waren mehr als 2 Minuten, tut mir leid. Was denkst du über Christen, die sagen, Jesus und Vater sind nicht eins? Stimmt es, dass 1000 Jahre für Gott ein Tag ist? Ja. Alan, du bist ein Löwe. Du bist ein Löwe. Du hast so ein großes Wissen, Respekt. Gott segne dich, Shari. Kann ich rein? Nein. Nur Kinder Gottes und die ich kenne. Ich nehme keine Kinder des Antichristen hinein, die nicht die Wahrheit in sich haben. Dankeschön für die Kappe. Wusste Jesus, wann die Stunde eintreffen wird? Absolut. Aber das verstehst du nicht, weil du nimmst auf jeden Fall Markus 13, Vers 32, glaube ich, ist das, und interpretierst durch deinen antichristlichen Geist deinen Irrglaube in dem, dass der Sohn die Stunde nicht kennt. Aber wie gesagt, in der Apostelgeschichte steht da ganz klar, den Menschen ist nicht gegeben, die Stunde zu kennen. So, und wenn du interpretierst in deinem Unwissen, dass wenn der Sohn die Stunde nicht kenne, dass der Sohn nicht Gott ist, dann ist das auf jeden Fall kompletter Blödsinn. Denn wenn du glaubst, dass er die Stunde nicht kennt, du kannst es aus Matthäus nehmen, den Vers, oder aus Markus, das ist gleich. Aber du widersprichst dann alle anderen 100 Verse über die Gottheit Jesu. Und so baut man auf jeden Fall kein Wissen auf und die Bibel ist nicht so aufgebaut. Die Bibel ist im Ganzen aufgebaut. Und es gibt über 100 Verse für die Gottheit Jesu aus dem Alten und dem Neuen Testament. Ne? Rede mal über Galater 1, Vers 8. Ja, Galater 1, Vers 8, das widerspricht sowieso auf jeden Fall, widerlegt sowieso den ganzen Islam. Ne? Galater 1, Vers 8. Ich empfehle den Muslimen zu lesen, Galater 1, Vers 8. Galater 1, Vers 8 und Vers 9. Lieblingsprediger, Gott segne dich, Camilla. Ich hatte eine Vision vom Buch Offenbarung, sehr interessant. Aha, du kommst mit Matthäus-Versen, 24, 36, jetzt kommen wir auch mit Matthäus-Versen. Red mal Kurdisch. Sachavabrat Shawaye, Shavatabmina Khosh. Frag doch einfach, du musst nicht fragen, ob du fragen darfst. Du darfst natürlich fragen, was du möchtest, solange es auf jeden Fall respektvoll gehalten wird. Ado, laut der Bibel bist du der Käfer und der Antichrist. Wenn du den Sohn nicht hast, also ob du mich Käfer nennst, das macht nichts zur Sache, weil der Koran ist nicht das Wort Gottes, sondern nur die Bibel. Erstmal Muslim, ja. Taran, 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 taran. Jetzt suchen wir auf jeden Fall den Vers. Johannes 3,16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ist die Hölle in Flammen mehr? Die Hölle, es gibt verschiedene Beschreibungen von Hölle. Es gibt Hades, Gehenna, Totenreich, Sheol, wird unterschieden von der Hölle und von der Feuersee. Jesus ist der Prophet. Jesus ist der wahrhaftige Gott und der Sohn des lebendigen Gottes. Gott wurde Mensch in Jesus Christus. Altes und Neues Testament prophezeit. Sie verstehen nicht, dass Jesus ein Wesen mit dem Vater ist, dass er ein Wesen mit ihm ist, dass er das Wort Gottes ist. Das Wort Gottes ist ewig.
Wie bist du Christ geworden? Längere Geschichte. Allen würdest du mal gerne nach Israel mit deiner Verlobten. Ich habe keine Verlobte. Und ich habe auch keine Freundin. Isabel, Gott segne dich. Armin, mein lieber, guck mal, ich muss im Allgemeinen schon wieder reden. Kennst du das Wort Jahil im Arabischen? Kennst du das Wort? Ein islamischer Begriff oder ein arabischer Begriff, Jahil. Du bist ein Jahil. Also ein Wort Munafik, du bist ein Munafik. Warum? Das ist keine Beleidigung, ein Heuchler. Heuchler ist eine Person, der ein Heuchler ist. Was definiert einen Heuchler? Wenn er heuchelt. Und wie heuchelst du denn? Du nimmst Matthäus 24, 36. Ich kenne Matthäus 24, 36. Niemand kennt die Stunde. Auch nicht der Sohn. Auch nicht die Engel. Mein Vater alleine kennt die Stunde. 1. Thessalonicher hier Kapitel 4. Der Vater gibt dem Sohn Befehl. Und der Sohn wird auf die Erde kommen in seine Gottesgestalt mit allen seinen Engeln. Viele interpretieren Matthäus 24, 36 und so weiter, dass nur der Sohn die Stunde, dass nur der Vater die Stunde kennt, in der Form, dass der Sohn aus seiner menschlichen Form gesprochen hat. Das glaube ich auch, dass er aus seiner menschlichen Natur gesprochen hat und nicht in seiner allmächtigen Form. So, dann gibt es auf jeden Fall Bibelausleger und gläubige Christen, die seit Jahren die Bibel schon studieren, die sagen, nein, der Sohn kennt nicht die Stunde, sondern der Vater allein, und der Vater gibt den Sohn Befehl, und in 1. Thessalonicher Kapitel 4 wird der Sohn mit dem Befehl des Vaters auf die Erde kommen, mit allen seinen Engeln, und wird die Feinde Gottes vernichten. So, jetzt widerspricht sich aber Armin, der Muslim, der mir Matthäus 24, 36 gibt, denn ich kann dir andere 50 bis 100 Verse für die Gottheit des Herrn Jesus geben. Erstens das. Was ist der Messias? Was glauben die Juden damals? Was ist der Messias? Wer ist der Christus? Oder wer ist der Meschiach? Der Sohn des lebendigen Gottes. Allah, laut der Bibel, weil Allah behauptet, ich habe das Injil gebracht für die Rechtleitung der Menschen, aber laut der Bibel ist Allah ein Lügner. Warum? Der Messias ist aus dem Judentum der Sohn Gottes. Der Messias ist aus den Christen der Sohn Gottes. 600 Jahre später kommt jemand, behauptet, er wäre nicht der Sohn Gottes. Ich kann dir 100 Verse geben für diese Gottheit des Herrn Jesus. Also passt sowieso nicht zusammen. Johannes 4, Gott ist Geist, die ihn anbeten, müssen den Geist und Wahrheit anbeten. Du betest 5-mal am Tag wie ein Jahil schon wieder, wie ein Heuchler. Dein Götzendienst 5-mal am Tag Richtung diesen Stein. Die Jüdin damals, die samaritische Frau, hat gesagt, unsere Väter haben damals hier auf dem Berg Gott angebetet und ihr sagt, wir müssen Gott in Jerusalem anbeten. Dann sagt Jesus, meine Frau, der Tag wird kommen, die Stunde ist schon da, wo die wahren Anbeter Gott in Geist und Wahrheit anbeten, und von solchen möchte der Vater angebetet werden, und der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Und wie ist der Geist Gottes gekommen? Indem Jesus verherrlicht worden ist nach der Kreuzigung und der Auferstehung in den Himmel. Und da sagt der Herr, ich werde zu Rechten des Vaters gehen, von dort aus werde ich den Vater beten, und der Vater wird euch den Geist senden in meinen Namen. Jetzt kommt schon wieder der Jahil, der Munafik, der Muslim, der behauptet, irgendwas zu widersprechen wollen, obwohl ganz klar der islamische Gott keinen Geist hat, obwohl die Bibel sagt, Gott ist Geist. Könnt ihr euch das vorstellen? Die Muslime kommen in mein Live und sagen, wie kannst du sagen, Gott ist Geist? Ja, mein lieber Muslim, guck dir mal das Judentum an.
was in der Tora steht. In der Tora steht auch, Gott ist Geist. Wie kann Gott Geist sein? Ja, weil, meine Liebe, Gott im Wesen Geist ist. Johannes 4, Gott ist Geist. Altes Testament, Johannes 1, 4, der Geist Gottes schwebte über den Wassern. So, jetzt kommen wir das Problem. Du kannst den Geist Gottes nur empfangen, wenn du an den Sohn glaubst. Der Muslim kommt mit seinem Matthäus 24, 36, der die ganze Bibel beiseite legt und nur einen Vers nimmt, der den Vers auch nicht versteht. Und fundamentiert seinen Jahil und seine Heuchelei auf einen Vers. Aber was ist dann mit Johannes 6, 40, dass der Sohn die Toten auferweckt? Was ist mit Johannes 5, dass der Sohn die Toten auferweckt schon wieder? Was ist mit Johannes 8, 24, dass der Sohn Gott ist? Was ist mit Johannes 8, 58, dass der Sohn Gott ist? Was ist mit Johannes 12, 45, dass der Sohn Gott ist? Und mit Johannes 14, 9, Johannes 10, 30, Johannes 1, 1, 1, 3, 1, 10, 1, 14, Titus 2, 13, Römer 9, Vers 5, dass der Sohn Gott ist? Was mit 1. Johannes 5, Vers 20, dass der Sohn Gott ist? Was ist mit den Parallelstellen von Jesaja 43, 3 zu Lukas 12, dass der Sohn Gott ist? Also, du kannst nicht einen Vers aus dem Kontext reißen und behaupten, der Sohn ist nicht Gott. Weil die Bibel sagt, im Alten und im Neuen Testament, der Sohn ist Gott. Und wenn der Sohn wirklich in seiner menschlichen Gestalt die Stunde nicht kennt, heißt das nicht, dass er nicht Gott ist. Heißt das nicht. Weil die Bibel sagt, Jesus ist Gott. Und wenn nur der Vater die Stunde kennt, dann kennt nur der Vater die Stunde. Aber warum fundamentiert ihr Muslime dann, nur der Vater kennt die Stunde, nur der Vater kennt die Stunde? Obwohl Allah nicht einmal der Vater ist. Fragt euch das mal. Die Koran sagt, Allah ist nicht Vater. Aber ihr posaunt ja mit euren Jahil, eurer Heuchelei, eurem Munafik sein, nur der Vater kennt die Stunde. Ja, warum posaunt ihr, nur der Vater kennt die Stunde, obwohl Allah nicht der Vater ist? Und die Bibel sagt ganz klar, wer die Lehre des Christus hat, der ist in Gott. Und das ist nur, wenn du glaubst an den Sohn Gottes. Glaubst aber nicht an die Lehre des Christus, hast du weder den Vater noch den Sohn. Die Bibel sagt, der Heuchler, der Lügner und der Antichrist ist derjenige, der den Sohn leugnet. Der Teufel, der Antichrist, ist derjenige, der den Sohn leugnet, laut der Bibel. Was bedeutet das? Laut der Bibel 1,8 Milliarden Menschen, die durch den Islam getäuscht sind, der Teufel, der Täuscher, der den ganzen Erdkreis täuscht, Offenbarung 12. Also merkst du was? Merkst du was, mein Lieber? Mit deinem Matthäus 24, 36. Du nimmst die ganze Bibel auf die Seite und kommst mit einem Vers und selbst der Vers, den du aufnennst, widerspricht deinem Koran, denn Allah ist nicht der Vater. Weißt du? Das ist eine Heuchelei. Hör auf zu heucheln. Komm mit Bibelwissen zu mir, mit richtigen Versen und Fragen, und dann können wir anfangen, die Bibel zu studieren. Und so Gott möchte, wirst du gerettet werden, denn wer nicht dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus gehorsam ist, 2. Thessalonicher Kapitel 1, Vers 7 bis 8 und 9, der wird in die ewige Verdammnis kommen und den Geist lästern, und wer den Geist lästert, für den gibt es weder auf dieser Erde noch in der nächsten Welt Vergebung. Und das ist derjenige, was ist die schlimmste Sünde im Christentum, laut der Bibel? Den Sohn Gottes abzulehnen. Wer den Sohn ablehnt, der lehnt das ewige Leben ab, denn das ewige Leben ist in dem Sohn. 1. Johannesbrief, der Vater spricht, das ewige Leben ist in meinem Sohn. Der Vater spricht, das ewige Leben ist in meinem Sohn. Darum sagt er auch, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag, sagt der Herr Jesus. Oder Matthäus 28, 18. Wenn du schon mit Matthäus 24, 36 kommst, dann gehen wir auf Matthäus 28, 18. Mir ist gegeben, sagt der Herr Jesus, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Wer hat alle Macht im Universum? Wer hat alle Macht im Himmel und auf Erden? Nur Gott allein gebührt die Ehre. Und nur Gott allein gebührt die Ehre, die Macht zu haben im Himmel und auf Erden. Und der Sohn hat die Macht vom Vater bekommen. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht. Und so expost man einen Muslim, einer, der nur heucheln kann durch den Geist des Antichristen, einer, in dem die Wahrheit nicht ist, einer, der einen Vers nimmt und der Vers widerspricht sogar seinem Koran.